Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Stranded Deep. Ein weiterer wunderschön anzusehender Sonnenaufgang hier drüben auf meiner neuen Hauptinsel. Die Sachen hier wachsen und gedeihen leider nicht in dem Tempo, wie ich es gerne hätte. Also die Dings hier, die Potatoes, die Kartoffeln habe ich, glaube ich, vor locker 2 Ingame-Tagen ausgesät. Und da hat sich noch nicht allzu viel getan. Also das dauert einfach. Es ist mühsam. Aber gut, das ist, wie es ist. Ich habe ja sowieso ein paar andere Sachen noch vor. Das läuft alles gut. Beete sind gewässert. Und wir haben ja diese Höhle gesehen, entdeckt letztes Mal. Die werde ich mir natürlich jetzt mal aus der Nähe anschauen. Allerdings habe ich noch eine kleine andere Sache vor. Nahrung wird langsam so ein bisschen ein Problem. Also nicht wirklich ein Problem, aber es wird halt langsam eng mit dem ganzen Fleisch, was ich vorproduziert habe. Diese Dinge habe ich noch gar nicht ausprobiert und müsste ich mir gerade so noch leisten können. Die Lashings gehen halt jetzt auch zur Neige, da muss ich halt auch einfach warten, bis der ganze Kram nachwächst. Aber das ging jetzt doch schneller als gedacht. Aber hier so eine Vogelfalle würde ich gerne mal irgendwo aufstellen. Ja, vielleicht, weil es ja thematisch ganz gut zusammenpasst, irgendwie zur Nahrungsproduktion hier drüben. Zumindest irgendwo ein bisschen weiter weg. Ist halt die Frage, wie weit ich die Farben noch ausdehnen werde. Aber hier drüben stellen wir das Ding einfach mal hin. Und dann gibt es ja auch noch eine Fischfalle. So, Birdsnare. Muss ich da sonst noch irgendwas machen? Ich denke, das funktioniert einfach so. Hoffe ich doch, oder? Ich sehe jetzt hier keine Möglichkeit der Interaktion. Und dann gäbe es ja auch noch diese Fischfalle. Aber das könnte jetzt natürlich gut sein, dass ich da einfach nicht mehr genügend Lashings habe. Wir schauen mal. Vielleicht kann ich auf die Schnelle auch noch welche nachproduzieren. Also ein bisschen Rohmaterial müsste noch irgendwie rumliegen. Konnte ich jetzt bloß nicht erkennen bei Nacht. Aber ich glaube, da sieht es schlecht aus. 2 von den Dingern habe ich noch auf Tasche. 1 Lashing. 2 bräuchte ich. Also ich bräuchte noch 2 von diesen kleinen, von den Babypalmen quasi. Okay, legen wir gerade mal ein bisschen ab und dann machen wir uns aber auch gleich auf die Socken in die Höhle. Das möchte ich natürlich alles in Augenschein nehmen. Hier wird übrigens fleißig gearbeitet, immer während ihr nicht da seid in der Nacht. Fäll ich Bäume und wandle das hier einfach um in Plank Scrap. Und sobald ich dann genug von dem Zeug beisammen habe, können wir halt auch wieder ordentlich weiter basteln. So, schauen wir mal, ob wir auf die Schnelle noch ein paar von diesen kleinen... Ah, ich sehe schon, da drüben ist noch eine Jukka. Okay, die holen wir uns. Ich vergesse ja immer, die Insel ist ja doch ein bisschen größer. Und hat hier drüben noch eine weitere, also Ausdehnung. Ah, da liegt auch nochmal Clay rum. Clay ist übrigens auch, liegt ohne Ende hier rum. Liegt einfach so am Boden rum. Also das wird auch überhaupt gar kein Problem sein. So, den hacken wir mal um. Und hier habe ich gerade auch noch Jukka entdeckt. Dann nehmen wir den auch noch mit. Dann können wir uns auf jeden Fall auch noch diese Fischfalle leisten. Keine Ahnung, stellt man die dann ins Wasser? Ich vermute es mal. Naja, wohin sonst? Sie werden nicht an Land kommen. Freiwillig. Da ist noch mehr Clay. Clay ohne Ende. Ich meine, es ist halt auch ein Baumaterial. Ne? Also man kann da wohl auch ganz nette Sachen noch bauen. Ich weiß nicht genau, was habe ich mir noch überhaupt nicht angeschaut. Ich habe bislang nur mit Holz gebaut. Aber ich glaube, so eine... Also man kann halt unter anderem auch so eine Wasserflasche aus Clay herstellen. Und die hält dann, glaube ich, also da passt einfach mehr Wasser rein. Das wäre vielleicht mal eine gar nicht so doofe Idee. So, das Antidote habe ich natürlich schon auf Tasche, weil... aus Gründen, wir werden ja in die Höhle gleich gehen und da sind ja Schlangen drin. So, das müsste jetzt eigentlich reichen für so eine Fischfalle, oder? Brauche ich noch ein paar Sticks. Da haben wir doch sicherlich auch. Sonst müssen wir uns schnell nochmal ein paar herstellen. Ist also alles kein Problem. Beziehungsweise, wie viel brauchen wir? 2 habe ich noch auf Tasche. Und 4 brauche ich noch. Okay. Die schlagen wir einfach hier aus diesem Dingens raus. Einen habe ich da, glaube ich, schon rausgeholt. Ich weiß auch nicht, wie viel da insgesamt rauskommt. Schauen wir mal. Ja, ich würde mal vermuten, 5 bis 6 Stück insgesamt aus einem so einen Haufen hier. Habe ich noch auf keiner anderen Insel gesehen. Vielleicht habe ich die Dinger auch noch übersehen. Kann auch sein. Will er denn hin, der Stick? So, jetzt sieht das hier zumindest auch wieder ordentlich aus. Sehr schön. Okay, dann schauen wir mal, was diese Fischfalle kann. Also ich glaube, also wirklich effektiv ist das Zweig halt nicht, weil man kann sich jederzeit einfach so einen kleinen Speer nehmen, also diesen Fishing Spear und dann halt einfach
kurz ein bisschen jagen gehen. Das geht ja super schnell, dass man sich ein paar Fische zusammengefangen hat. Ich will es jetzt nur nicht hier drüben direkt aufstellen, weil ich glaube, dass ich den Steg halt noch erweitern werde. Ja, schauen wir mal, wo man das Ding überhaupt aufstellen kann. Also definitiv unter Wasser. Ja, ist halt die Frage. Es sieht aber schon von der Größe eher so aus, als würden da nur eher so die kleinen Fische reinpassen. Ach, ein Unterwassersteinhaufen ist hier tatsächlich auch. Ja, ich sollte das Ding vielleicht auch so aufstellen, dass ich es wiederfinde. Ja, wobei, man sieht das ja von außen, oder? Also, das ist ja klares Wasser hier. Klatschen wir es einfach mal hier irgendwo rein. So. Hold E to set trap. Okay. Ah, okay. Nett. Nette Geschichte. Kann ich die jetzt auch noch... Ne, ich könnte sie nur wieder zerlegen und wahrscheinlich irgendwo anders aufstellen. Ja, wie gesagt, effizient ist das nicht. Wenn ihr dringend irgendwie was zu essen braucht, dann jagt es euch einfach. Das ist deutlich einfacher. Aber ich wollte es mal aufgebaut haben. Ne? Und außerdem, also so eine Vogelfalle finde ich schon ganz cool. Ich futter halt seit, wie lange sind wir jetzt hier? Ich weiß nicht, 33 Tagen oder so. Immer nur Fisch, Fisch, Fisch. Jeden Tag. Dreimal täglich Fisch. Das ist natürlich auch nicht so das Gelbe vom Ei. Okay, machen wir mal das Inventar leer. Gegengift ist dabei. Muss ich hier noch irgendwo nachladen? Ja. Okay. Das brauche ich auch nicht, definitiv nicht. Die Ho bleibt auch da, aber irgendwo da, wo ich sie wiederfinde. Ja, hier mal so. Wird schon passen. Die Speere natürlich. Refined Spears, die habe ich doch extra hier hingepackt. Ich würde ganz gerne sogar noch einen weiteren mitnehmen. So. Ja, brauchen wir sonst noch irgendwas? Ich denke nicht. Kurz essen und trinken vielleicht noch. Ja, trinken vor allem. Gluck, gluck, gluck. Sun Protection Faktor. Ja gut, wir sind eh gleich in der Höhle. Da wird das mit der Sonne wohl... Ah, da ist auch noch Lashing. Okay, wird das mit der Sonne nicht so ein Problem sein? Was wollte ich jetzt eigentlich? Irgendwo habe ich noch ein bisschen Fleisch zumindest. Ganz, ganz wenig. Okay, hier ist noch so ein kleines. Und hier habe ich sogar so ein Medium Meat noch. Okay, das bringt uns dann schon noch über den Tag. Aber dann muss ich halt langsam mal irgendwie ein bisschen Fleisch mir besorgen. So, was es hat sich gerade noch ein Geistesblitz. Genau, Taschenlampe. Ich weiß ja nicht, wie dunkel es da drin ist. Und vielleicht nochmal speichern. So, ach ja, genau. Meat Smoker habe ich auch aufgebaut jetzt in der Zwischenzeit mal. Ne? Damit, sobald Fleisch wieder vorhanden ist, ich mir das auch schön smoken kann. So, einmal gespeichert und ab in die Höhle. Kleiner Tagesausflug unter dem Motto Höhlenforscher. Die war doch direkt hier drüben irgendwo. Oder da hinten, ich glaube, relativ am anderen Ende der Insel, glaube ich, ist der Eingang. Mal einen Speer in die Hand nehmen. Tja, und da sind halt, also es hätte mich auch wirklich gewundert, wenn es auf dieser Insel überhaupt keine Schlangen gegeben hätte. Das wäre wirklich merkwürdig gewesen. So. Bisschen was fürs Familienalbum hier. Ein paar Fotos machen. So, dann aber mal schau genau. Da ist schon die erste. Ja, das wird natürlich schwierig, die hier platt zu machen. Auf diesem felsigen Untergrund. Treffer. Sehr gut. Ich bin auch ein Idiot, ich hätte mir ein Messer mitnehmen sollen. Ich krieg das auf die Schnelle hier irgendwo hingecraftet. Na egal. Ja, die geben mir auch Fleisch, aber wer will schon eine Schlange essen, ganz ehrlich. Dann bleibe ich lieber bei meiner Fischdiät und esse noch einen Monat weiter. Nur Fisch, kein Problem. Das wird nicht die einzige gewesen sein, oder? Ach, das ist aber schon nett gemacht. Mit diesem Durchgang hier hoch. Gefällt mir. Okay, das war schon mit der Höhle. Schauen wir mal, ob es hier noch mehr Schlangen hat. Kann ja nicht die einzige Schlange auf der ganzen Insel gewesen sein, oder? Schwer vorstellbar. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich höre zumindest noch keine. Was war das? Ne, passt. Da ist Yucca. Immer gut. Okay, vielleicht sind hier oben tatsächlich noch irgendwo ein paar Schlangen platziert worden.
Das ist aber schon ganz nett hier oben. Cooler Ausblick. Da die alte, räudige Erstinsel. Ah, da muss ich ein paar Fotos machen. Ah, sehr schön. Ach cool, mit den Vögeln auch. Ja. Das kann sich aber sehen lassen hier, die ganze Geschichte. Cool. War das jetzt echt die einzige Schlange, die quasi hier den Durchgang bewacht hat? Naja, ich meine, da könnte man schon auch ein bisschen was hochbasteln, ne? Wenn ich genügend Planks habe. Und vielleicht noch einen direkten Zugang irgendwie über eine Treppe zu meinem Basecamp da unten. Das würde mir schon gefallen. So, nehmen wir die gleich auseinander und wandeln das direkt in Lashing um. Das werde ich benötigen. Ach, und wo ich noch gar nicht dran gedacht habe. Und auch noch nicht drauf geachtet habe. Vielleicht gibt's ja, vielleicht wächst ja von Natur aus hier irgendwo ein bisschen Kartoffel. Das wird die Sache halt ein bisschen beschleunigen. Dann könnte ich direkt noch ein zweites Beet mit Kartoffeln füllen. Aber ich habe auch vergessen, wie die aussehen. Die sind relativ unscheinbar. Leicht zu übersehen. Ja, runterspringen brauche ich hier nicht. Da breche ich mir die Knochen. Definitiv, ganz klar. Aber sonst gibt es hier nicht wirklich viel. Also außer halt wirklich einen netten Bauplatz mit einer coolen Aussicht. Also hier so ein kleines... kleine Hütte draufbauen, vielleicht sogar erhöht. Man kann ja quasi so auf Stelzen bauen. Das ist, glaube ich, eine ziemlich coole Idee. Ja, lässig. Ja, schöne Insel. Also zum Bauen auf jeden Fall sehr geeignet, finde ich. Kann man sich ein bisschen austoben. So, kann man da auch noch irgendwie hoch vielleicht? Ja, geht. Ich glaube, hier ist jetzt keine Schlange mehr zu erwarten, oder? Ja, cool. Schön. Da wird sich halt dann zeigen, ob man direkt auf den Felsen hier auch bauen kann. Das wäre natürlich überragend. So, kommen wir hier vielleicht direkt sogar an der Seite wieder runter. Also ich will es eigentlich nicht riskieren. Irgendwelche Items sind hier auch nicht versteckt, wie es aussieht. Okay, hier geht's. Kann man auch entlang kraxeln. Nee, ich riskiere es jetzt nicht. Also ich... Nee. Wir können uns noch Schweine mitnehmen auf dem Rückweg. Na, zumindest eins. Ja, cool gemacht. Gefällt mir. Nette Geschichte. So, Kollege, du fliegst raus. Entferne er sich. Ich will hier keinen Schlangenkadaver in meiner Höhle haben. Genau, Schwein. Wegen Leder und Fressi. Da ist er schon das erste. Ausgezeichnet. Doch. Ich bin einfach nicht besser geworden darin. Ah, Mann, komm. Die schlagen aber auch immer so ungünstige Haken. Da schon wieder. Bleib stehen. Das ist ja echt. Komm mir vor wie so ein Neandertaler, ganz ehrlich. Bei der erste Mal auf Jagd. So. Jetzt ist er platt, oder? Ja. So, jetzt habe ich natürlich kein Messer dabei, macht aber nichts. Den nehme ich einfach so in der Hand mit. Und jetzt würde ich auch ganz gerne die Speere wieder einsammeln, die ich hier verschossen habe. Habe ich den so weit über die Insel getrieben? Da ist einer. Und da ist der andere. Okay. Ausgezeichnet. Was liegt hier noch rum? Clay. Okay, direkt noch mal ein bisschen was aufsammeln, was halt hier so rumliegt. Und die Augen mal ein bisschen offen halten nach Kartoffeln. Wie gesagt, die sind relativ unscheinbar, aber das wäre natürlich schon noch ganz cool. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Ersteller der Insel zumindest eine irgendwo hingepackt hat. Ich habe halt, wie gesagt, noch überhaupt nicht drauf geachtet, als ich so über die Insel gelaufen bin. Und das ist halt auch, also die sind, wachsen sehr nah am Boden quasi. Ist jetzt keine Pflanze, die irgendwie sonderlich ins Auge sticht. Na, hier ist zumindest nichts. Und noch mehr Stein. Also Stein ohne Ende. Das wird hier überhaupt gar kein Problem. Okay. Und dann mal zurück. Und dann können wir den Smoker auch endlich mal anschmeißen. Sollen wir vielleicht noch so ein Fass... Ach, die kann man nicht einsammeln, ne? Müsste ich vorzerren. Weil so ein Hobo-Dingens hätte ich auch ganz gerne mal. Diesen coolen Grill. Smoker ist natürlich besser, weil es die Sachen einfach haltbar macht, aber
Hobo Stove, also die Feuertonne quasi, die hat halt einfach Stil. Muss man schon sagen. Essen zubereiten über offenem Feuer. Mhm. Ganz nach meinem Geschmack. So, Kondition ist im Eimer. So, jetzt können wir zumindest mal ein bisschen Fleisch produzieren. Dann machen wir das noch und vielleicht, ja, vielleicht bauen wir uns gleich noch so ein Hobo-Stew. Oh Gott, wo habe ich denn mein Messer? Ah, da liegt's. Sehr gut. Habe ich natürlich genau gewusst. Kurz ein bisschen abladen. So, noch so alles auf Tasche. Schnell ein bisschen Platz machen hier im Inventar. So. Wo ist die Sau? Da ist die Sau. Da ist mein Messer. Okay. Das war, glaube ich, schon mal Leder. Wie viel Leder geben die nochmal? Ich dachte zwei. Ja, genau. Zwei. Sehr gut. Ausgezeichnet. Dann sind ja hier locker mal 18, 20 Leder auf der Insel unterwegs. So viele Schweine, wie ich da gesehen habe. Und auf der kleinen Nebeninsel ist ja garantiert auch noch ein bisschen was. Die Fischfalle könnte man schon kontrollieren. Wie spät haben wir es denn? Also ist jetzt auf jeden Fall ist fast ein ganzer Tag vergangen. Aber ich lege erstmal die Sachen ab, glaube ich. Oh, denn eine ganz leere Kiste. Ja, die ist nicht ganz leer, aber macht nichts. Gerade mal kurz ein bisschen umsortieren, umdisponieren. So. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Das kommt hier drüben auf den Haufen. Von dem Zeug habe ich auch wirklich noch relativ viel. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich damit so wirklich anfangen soll, außer halt Beete bauen. So, lass uns gerade mal noch die Dings kontrollieren. Und dann holen wir das Fass noch bei Tageslicht. Und dann bauen wir uns hier so ein cooles Dingens und schmeißen mal den Grill an. Das war doch ungefähr, Moment, hier auf der Höhe. Hier muss die Fischfalle irgendwo sein. Hat die schon zugeschlagen? Nein, nichts drin. Ja, das kann halt dauern. Und ich vermute mal, einen Vogel werden wir auch noch keinen gefangen haben. Naja, ich habe es ja gesagt, also das lohnt sich nicht wirklich. Außer halt, man baut wirklich massiv viele von den Dingern, könnte ich mir vorstellen. So, das Ding ist auch wieder voll. Muss ich dann wieder befeuern. Das, ja, keine Ahnung, kann halt dauern. Ich weiß auch nicht, ob der Standort egal ist oder ob man vielleicht vorher darauf achten muss, wo denn die Vögel überhaupt unterwegs sind. Die haben schon so bestimmte Positionen, habe ich den Eindruck, wo die halt regelmäßig landen. Aber keine Ahnung. Oder man muss halt einfach nur warten. Endlos lange warten. Okay, holen wir uns das Fass noch schnell und bauen dann noch den Hobo-Dingens. Wie heißt das Ding nochmal? Ich habe es vergessen. Die Feuertonne eben. Smoker. Hobo-Stove, genau. Ja, kann man uns auf jeden Fall leisten. Brauchen wir nur das Fass. Da drüben liegt's. Ausgezeichnet. Ja, geil, eine Grilltonne. Ich habe jetzt schon coolere Sachen fast als auf der anderen Insel drüben. Ich glaube, ich habe inzwischen alles, was ich drüben hatte, auch hier, oder? Ja, nee, also genau, die Sachen, um Cloth herzustellen und um Leder herzustellen, das fehlt mir halt noch. Aber das ist auch nur, da braucht es auch, glaube ich, nur immer Holz und was noch, Lashings wahrscheinlich. Das passt schon. Ja, cool. Dann packen wir jetzt das Ding noch direkt neben den Smoker, wenn es geht. Sollte ja funktionieren. Und was war das andere noch? Steine. Ach so, genau, hier. Eine Fire Pit muss ich mir gerade noch schnell bauen. Und um eine Fire Pit zu bauen, brauche ich erstmal ein Campfire. Ach, und ein Kindling habe ich auch noch gar nicht. Stimmt. Ich kann doch gar kein Feuer machen. So. Fire Pit. Nee, ich muss doch erst... Quatsch, das Blitzer. Ich brauche doch erst, muss ich... Genau, das hier bauen. Campfire. Kriegen wir das daneben hin? Ja, bestimmt. Das sollte funktionieren, oder? Ein bisschen aufräumen, dann... Den hinterher. Und dann müssen wir theoretisch das Ding hier schon drauf parken können. Hobo Stove. Einmal... Barrel Scrap. Muss ich das Ding erst zerlegen? Schauen wir mal, ob sich da was tut. Oder geht das nur mit einer Pickaxe? Kann natürlich auch sein. Weil Metall und so. Barrel Scrap. Kriege ich das denn hier? Also, ah doch, funktioniert. Okay, funktioniert, alles klar. Muss einfach nur vielleicht irgendwie näher dran sein.
Kann man es noch rotieren? Ja, genau. So in die Richtung hätte ich es ganz gerne. So, dann schnell noch ein Kindling herstellen. Damit wir hier Feuer machen können. Habe ich noch Woodsticks? Nicht ausreichend. Zerlegen wir schnell so ein Ding hier. Ein Trunky Trunk. Mehr braucht es, glaube ich, nicht für ein Kindling. So. Kindling. Sehr gut. Und da müssen wir natürlich noch ein bisschen, brauchen ein bisschen Brennmaterial. Genau, den hier will ich auf jeden Fall ausprobieren. Geht das nicht mit Holz? Ach, sind die standardmäßig schon gefüllt? Kann das sein? Kann das sein? Okay, schauen wir mal. Ich werde das Ding hier anschmeißen. Jo, das geht. Klick, 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 klick. Come on! So, ausgezeichnet. Da brennt das Ding. Schweinefleisch. Hatte ich hier irgendwo eine Kiste reingeschmissen. So, die nehmen wir mal hier mit rüber, die Kiste. Das wird jetzt einfach mal die Futterkiste. Die schmeiße ich mal hier daneben dran. Damit das nach und nach zumindest mal so ein bisschen Ordnung bekommt, das Ganze. So, wie viel kann man denn da drauf schmeißen auf so einen Hobo-Stove? Wie funktioniert das Ding überhaupt? Ah, attach. Das ist alles? Weil das hängt jetzt eigentlich quasi offiziell am Lagerfeuer dran. Oder muss ich es einfach oben drauf legen, kann das sein? Ach so, einfach hier oben drauf legen, ne? Cool. Dann würde ich das aber wieder wegnehmen. Einmal auf den Boden schmeißen, 3-Sekunden-Regel, aufheben und hier oben drauf. Ah, Lebensqualität, Freunde, Lebensqualität. Ja, cool. Wo ist denn eigentlich die Lampe? Die leuchtet hier auch noch rum. Würde ich gerne ein bisschen aus dem Weg tun, damit das Lagerfeuer auch so ein bisschen Atmosphäre versprühen kann hier, meine schöne Feuertonne. Ah, das ist doch wunderbar. Sehr schön. Okay. Ich würde sagen, wir sind ganz gut aufgestellt für den Anfang hier. Jetzt muss ich mir dann nur noch überlegen, wie ich das mache. Also ich werde... Also mit meiner Hütte halt. Cool wäre schon hier direkt, wenn es geht. Wenn es geht, irgendwie so eine Treppe hier hochzubauen und dann da oben halt irgendwie ein schönes Domizil errichten. Und hier unten halt irgendwie so eine Art kleine Lagerschuppen, wo ich die ganzen Kisten reinpacken kann und dann den ganzen Kram hier endlich mal vernünftig sortieren kann. Und dazu halt hier noch den Bootsanleger schön erweitern. Ich werde halt jede Menge Holz brauchen. Aber ich meine, das habe ich hier auf der Insel, kann ich schon noch einige Palmen fällen. Wie gesagt, alle will ich nicht umhacken, einfach für die Stimmung, damit das hier ein bisschen netter aussieht. Aber ich meine, die Insel da drüben haben wir auch noch zu erkunden. Und da ist, glaube ich, auch ordentlich Holz vorhanden. Können wir tonnenweise Holz hier rüber schippern. Ja, was kann man noch so tun? Auf jeden Fall das Floß nochmal ein Stückchen erweitern und nochmal zwei von diesen Regalen hier hinkleben, damit ich einfach Kisten ohne Ende hier drauf packen kann. So, das sind mal so ein bisschen meine Planungen für die nähere Zukunft. Alright, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch wieder ein wenig gefallen. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut.